Hallo, ich bin's wieder, Susanne, die Kartenberaterin mit den Tarotkarten zu einem der wichtigsten Themen, die jeden Menschen betreffen, nämlich Thema Liebe. Solange alles in unserer Beziehung gut läuft, brauchen wir natürlich die Karten nicht zu befragen. Interessant wird sie erst dann, wenn Schwierigkeiten auftreten. Hier geben die Karten zuverlässig Auskunft, was da eigentlich los ist. Lass uns mal ganz einfach diese Karte anschauen. Ja? Hier, das ist die 3 der Schwerter und da sehen wir ganz deutlich, dass das keine gute Aussage sein kann, was da drauf ist. Nämlich diese Karte heißt Liebeskummer. Jemand, der diese Karte bezeichnet, der hat richtig Liebeskummer und es liegt daran, weil er die Wahrheit erfahren hat. Ja? Es gibt aber so Fragen wie zum Beispiel, geht mein Partner fremd? Das interessiert sehr, sehr viele Menschen, zu Recht. Wenn ich diese Karte ziehe auf dieses Fragethema, dann weiß ich eins, mein Partner mogelt sich da irgendwie durch. Man sieht ja schon auf der Karte, der Dieb ist das hier, der schleicht sich so davon, der spielt nicht mit richtig offenen Karten. Irgendwas liegt da im Argen und hier dürfen wir auf jeden Fall weiter nachfragen, was da eigentlich los ist. Ähnliche Situation, ist meine Eifersucht berechtigt? Schaut her, ich bin der Mensch, der hier steht, ja, und werde da unten angegriffen. Hier gibt es also Konkurrenten oder Konkurrentinnen. Hier lohnt es sich auch, definitiv nachzufragen, weil meine Beziehung wird hier definitiv gestört durch dritte Personen. So, eine ganz schwierige Beziehung, die ganz heiße Thematiken anzeigt, ist die Karte der Teufel. Der Teufel, der steht nun wirklich für zum Beispiel Hörigkeiten, für Hassliebe, auch für Missbrauch, für starke Leidenschaften. Also wenn wir den Teufel hier irgendwie haben, dann geht es in unserer Beziehung auch richtig teuflisch zu, höllisch heiß. Da darf man ordentlich aufpassen. Ihr seht schon, jetzt haben wir uns nur 4 Karten angeschaut. Aber alle 4 Karten haben Bezug zur Liebe. Insgesamt haben die Tarotkarten 78 Karten. Und ihr werdet es nicht glauben, alle 78 sagen irgendwas auch zum Thema Liebe. Wenn es euch interessiert, wie es weitergeht, einfach wieder hier reinschauen auf dieser Facebook-Seite oder gerne auch auf meiner Homepage www.dein-tarot.de. Ihr könnt mir auch jederzeit gerne Fragen schicken. Ich beantworte euch die gerne. Ich freue mich auf euch. Bis bald.